Ich bin die Tabea Minichmeier, ich bin 22 Jahre alt, komme ursprünglich aus Oberösterreich, studiere aber jetzt in Salzburg Sportwissenschaften in Rief und tue leistungsmäßig eben Rudern und das macht mir sehr viel Spaß. Ich bis ich 17 war professionell oder halb professionell Fußball gespielt, auf sehr hohem Niveau, habe dann aufgehört mit Fußball und wollte dann einen neuen Sport. Und wie ich dann nach Salzburg gekommen bin, hat sich das mit dem Rudern eigentlich gut ergeben. Und dann mein Trainer hat mich dann gesehen und hat gesagt, okay, das müssen wir, da können wir was draus machen. Und so ist es dann, hat es dann angefangen, dass ich mit ihm trainiert habe. Also wir haben jeden Tag zwei Einheiten, außer am Sonntag, da haben wir frei. Und am Mittwoch ist noch eine. Und wir gehen in der Früh immer rudern, also sechsmal in der Woche rudern. Und am Nachmittag dann meistens Radl fahren oder laufen, Krafttraining, Stabis, genau, halt alternative Sachen im Winter, langlaufen. Was halt so Spaß macht. Es wirkt sehr eintönig, aber ich finde, es ist eigentlich sehr vielfältig. Also einerseits ist man mal draußen und sieht viele verschiedene Gewässer, wenn man Fregatta fährt, das heißt, das ist schon mal vielfältig. Und andererseits ist es ja eine Kraftausdauersportart, das heißt, man hat einerseits die Kraftkomponente, die man sehr stark braucht, aber eine sehr große Ausdauerkomponente und nebenbei nur einen sehr großen technischen Aspekt, an dem man feilen kann, also wo man sich sehr stark verbessern kann durch die Technik. Und andererseits muss man mental auch noch sehr stark sein. Also irgendwie all diese ganze Kombination von den vielen Herausforderungen, die man hat, die gefällt mir. Jetzt warst du vor kurzem auch schon international im Einsatz. Was waren so die Eindrücke und geht es auch in die Richtung, dass du im Zweier fährst oder wirst du auch solo unterwegs bleiben? Es war eine schöne Erfahrung, eine große Herausforderung, einfach vom Einer in den Zweier umzusteigen. Wir haben doch eine sehr kurze Vorbereitungszeit gehabt, nur 6 Wochen bis zum Wettkampf, was eben sehr begrenzt ist eigentlich. Aber es ist richtig gut gegangen, dafür, dass wir nur so kurz gemeinsam gefahren sind. Und war dann auch echt ein gutes Erlebnis, der Wettkampf selber. Genau, wir haben den 6. Platz dann erreicht, was für uns echt gut war. Und in Zukunft werden wir sehen, also die Frauen gibt es nicht recht viel in Österreich, die rudern. Das heißt, wenn es geht, würde ich schon sehr gerne wieder in einen Doppelzweier einsteigen, aber mal schauen. Genau, es kommt ein bisschen drauf an, wer sich halt dann gerade anbietet, ob das dann möglich ist oder nicht. Aber hier in Salzburg werde ich auf jeden Fall im Einer weiterfahren, weil da halt auch keine Partnerin zur Verfügung steht.